Ich bin für eine Wehrpflicht als integraler Bestandteil eines allgemeinen Dienstjahres, das jeden in dieser Gesellschaft trifft. Egal welchen Dienst man macht, ob man im Zivilschutz arbeitet oder ob man als Soldat tatsächlich irgendwo kämpfen muss, geht das nicht ohne den Rückhalt unserer Gesellschaft. Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine wird vermehrt über die Notwendigkeit der Verteidigung auch unseres Landes gestritten. Zwei ehemalige Soldaten diskutieren, ob die Wehrpflicht zurückkehren sollte. Wir brauchen aus meiner Sicht eine Dienstpflicht, um die Egoismen, die sich in unserer Gesellschaft extrem ausgeprägt haben, zu durchbrechen. Durchbrechen auch das Leben in Parallelgesellschaften, das ich beobachte, verschiedene Einwanderungsgruppen, verschiedene soziale Milieus. Und eine Chance, das zu durchbrechen, ist eine Pflichtveranstaltung, wo man sich eben nicht das Team, in dem man arbeiten muss, aussuchen kann, sondern für viele zum ersten Mal mit Vertretern dieser anderen Schichten zusammenarbeiten muss. Ich bin der Meinung, dass wir so eine Dienstpflicht nur dann einführen können, wenn wir eine umfassende sicherheitspolitische Diskussion in Deutschland erzeugt haben. Und nur dann, wenn wir auch eine Sicherheitsanalyse gemacht haben für Deutschland. Und da zählt ja nicht nur der Soldat mit dem Gewehr zu. 1956 eingeführt, besteht die allgemeine Wehrpflicht theoretisch bis heute. Doch 2011 wurde sie unter dem damaligen Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg ausgesetzt. Ich hielt es damals für absolut falsch und meine größte Sorge war, dass die Bundeswehr die Aufwuchsfähigkeit verliert. Und das ist ja keine Sache, die man in 2 Jahren wieder aufbauen kann. Die Aussetzung der Wehrpflicht ist dem Zeitgeist entsprungen und war natürlich auch ein politisches Geschenk. Also wenn man einer Generation Geschenk macht, kriegt man dafür Applaus. Das ist ziemlich einfach. Den Vorwurf, den ich den Politikern mache, ist, sie haben das nicht genutzt, um etwas Neues, Moderneres, wie beispielsweise ein allgemeines Pflichtjahr einzuführen. Man hat eine Chance vertan. Wenn ich jetzt eine Generation habe, die gar nicht weiß, dass ich auch eine Pflicht habe, plötzlich komme mit, du hast eine Pflicht, ist die Abwehrhaltung sehr groß. Laut einer exklusiven T-Online-Umfrage lehnt mehr als ein Drittel eine allgemeine Wehrpflicht für Frauen und Männer ab. Über die Hälfte befürwortet sie. Ich denke, das reicht noch nicht. Ich denke, da muss sicherlich ein Bewusstsein noch wesentlich mehr erzeugt werden. Also je nachdem, wie man das gestalten will, gesetzgeberisch, braucht man ja zum Beispiel im Bundestag dann auch eine Zweidrittelmehrheit. Und ich denke, das wäre auch ungefähr die Dimension, die man brauchen würde, um einen breiten Rückhalt in der Bevölkerung für diesen Aspekt zu erzeugen. Also ich denke, dass die Jungen mitgenommen werden müssen und auch umfassend beteiligt werden müssen an dieser Diskussion. Also die Jugend von heute hat sich natürlich daran gewöhnt, dass sie eigentlich nichts geben muss. Es ist immer sehr schwer, die eigene Komfortzone zu verlassen. Das machen freiwillig nur ganz wenige in dieser Gesellschaft. Deswegen wird auch sofort dagegen argumentiert, mit, das kostet mich meine Freiheit und ähnliches. Aber andersherum muss man sehen, wer soll denn die Herausforderungen der Zukunft noch meistern können, wenn wir uns einen derartigen Luxus erlauben und sagen, ich rühre mich nicht freiwillig vom Fleck. Viele meinen, eine Dienstpflicht vermittele Werte wie Respekt, Disziplin und Zusammengehörigkeitsgefühl. Daran glaubt auch Thomas Bause, der aus eigener Erfahrung berichtet. Grundsätzlich gilt, Schweiß verbindet. Also soll heißen, wenn man gemeinsam ein Ziel erreicht, dann verbindet das. Und das ist ja eben halt auch das Positive, wenn in diesem Team plötzlich mal Leute drinstecken, mit denen man freiwillig sonst normalerweise nichts machen würde. Also sprich mit einem bestimmten Migrationshintergrund oder aus einer komplett anderen sozialen Schicht. Das gilt für die Bundeswehr, das gilt aber auch meinetwegen für eine Feuerwehr. Es ist immer dann, wenn es um eine anspruchsvolle Aufgabe geht, die nur im Team gelöst werden kann, dann erweitert das die sozialen Kompetenzen der Betroffenen. Eine Fähigkeit, die man sicherlich bei der Bundeswehr lernen wird und die man dann sein Leben lang auch mit Sicherheit gewinnbringend einsetzen kann, ist, dass man in einem Team, was sich nicht kennt, was sich vielleicht auch nicht mag, lernt, in kürzester Zeit zu funktionieren und sich so aufeinander zu verlassen, dass das Leben eines anderen gegebenenfalls im Extremfall davon abhängt.
Und diese Teambuildingsprozesse auch mit Menschen, mit denen man im normalen Leben vielleicht gar nichts zu tun haben wollte. Ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die man bei der Bundeswehr sehr wohl und sehr gut lernen kann. Aber wenn in unserem Staat keine Disziplin und Ordnung mehr herrscht, der Meinung zu sein, dass man das in wenigen Wochen bei der Bundeswehr gerade biegen kann, das war nie die Aufgabe der Bundeswehr. Das war immer nur ein Gerücht, dass das so ist.